Yes, Flips, und das sind unsere Themen. Remake, unendliche Geschichte neu. Wird Atreyu ein Mädchen? Acolyte, Star Wars Serie in der Downward-Hölle. Alien als Teenie-Film? Streaming kein Max für Deutschland. Abstimmung, warum George Lucas für Disney kämpft? Und was ist eigentlich das Three-Body-Problem? Vielen Dank an unsere Unterstützer, die Guardians. Funkenschuster, Jan Saupe, Akira Nana, Dennis Heide, Lampi, Black Hand Touch, Black Shadow, Hans-Joachim Meyer, Erky Turkey, Harm, Kim Yonatako, Kinero, Chaos Prinzessin, Just Ulrike, Just Jasmin, Kinocheck.de, Michael Traxler, Hey Aaron, MJ85, Ignomi 1, Ronzen 182, Deconi, Swafnirson, Tony Barth, Daniel Schuh, Der Dwarslöper, JFK Faker, T-Unit CB und Luca Kamens. Und einen riesigen Dank auch an unsere Hitchhiker und an unsere Spotlighter. Danke, dass ihr diese Sendung unterstützt und überhaupt erst möglich macht. Und danke natürlich auch an euch, die Flips-Community. Willkommen zur 370. Folge der Flips-News. Hier sind Maniac und der Batz und wir haben alles, was ihr diese Woche über Filme, Serien und Games wissen müsst. Um keine News zu verpassen, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke. Das kostet übrigens nichts. Und für echte Filme, Serien und Games-Fans haben wir noch viel mehr News, Infos, Umfragen und Trade-Analysen drüben auf Instagram Flips-News. Lasst uns gerne auch dort ein Follow da. Wer ist top? Wer flog raus? Das und mehr jetzt in den Charts der Woche. 1 Million Minuten ist, wie erwartet, raus, denn Platz 5 sichert sich nämlich einen Neueinstieg. Oh la la, wer ahnt denn sowas? Hinter dem Titel der schlimmen Erinnerung an die 70er Jahre deutschen Filmtitel weg, versteckt sich eine französische Culture-Clash-Comedy, in der die Hauptfigur durch einen DNA-Test rausfindet, dass sie deutsche Wurzeln hat und vom Vater jahrelang angelogen wurde. Immerhin 75.000 Zuschauer sind da zum Start rein. Auf Platz 4 behauptet sich das Oscar-gekrönte Drama The Zone of Interest, das auch bei uns auf die 500.000 Zuschauer zusteuert. Direkt dahinter auf Platz Nummer 3 wieder ein Neustart, und zwar einer, auf den sich viele gefreut haben. Ghostbusters Frozen Empire, in dem die neue und die alte Cast zusammen gegen einen Eisdämon kämpfen. 140.000 Zuschauer seit Donnerstag und auch in den USA ziemlich gut gestartet. Über 42 Millionen Dollar hat das Ganze bis Samstag schon eingespielt. Das ist ungefähr auf dem Niveau des Vorgängers, auch wenn sich die Kritiker deutlich weniger gnädig zeigten und im Schnitt nur 5,2 von 10 Punkten gaben. Das Publikum ist dagegen anscheinend ganz happy mit dem Film, sowohl auf Rotten Tomatoes als auch auf CinemaScore, also der Seite, die die Zuschauer immer direkt nach dem Kinobesuch abstimmen lässt. Dort gab es ein B+. Die deutschen Kollegen schlugen größtenteils die Hände über dem Kopf zusammen. Warum wir das anders sehen, das haben wir im Video vom Freitag in einem ausführlichen Review erklärt, dessen Fazit euch vielleicht dann doch überraschen wird. Schaut da auf jeden Fall mal rein. Und wer noch mehr Ghostbusters Deep Dive möchte, exklusiv für Patreon-Supporter, gibt es jetzt auch noch ein 10-Minuten-Bonus-Video, in dem wir uns den ersten Ghostbusters nochmal ganz genau anschauen und uns fragen, ob er wirklich so gut ist, wie wir in Erinnerung haben. Der Link zum Bonusvideo und zum Flips unterstützen ist in der Beschreibung. Auf Platz Nummer 2 sitzt pelzärschig weiterhin Kung Fu Panda 4. Er hat es bei uns nicht geschafft, die Nummer 1 zu entthronen. Und das ist natürlich Dune Part 2, der mittlerweile über 2 Millionen Zuschauer verzeichnen konnte, womit sich Deutschland ins allgemeine Bild des Erfolges einreiht. Auch wenn die Ghostbusters in den USA kurzfristig Dune überflügelt haben am Donnerstag, er ist weiterhin auf einem guten Weg in die Gewinnzone mit weltweit mittlerweile 514 Millionen Dollar gegen ein Budget von 190 Millionen plus Werbekosten von über 100 Millionen. Also dürfte er bald in die Gewinnzone segeln, wenn wir uns an die Faustregel halten, dass ein Film ungefähr das Doppelte seiner Gesamtkosten einspielen muss, um den Break-Even zu erreichen und profitabel zu werden. Und international hat er da neben den Ghostbusters und dem Panda auch nächste Woche keine weitere ernsthafte Konkurrenz zu erwarten. Anders sieht das allerdings in Deutschland aus. Da läuft Chantal im Märchenland an, das Sidequel zu den Goethe-Filmen, in dem Jella Hase noch einmal die grenzdebile Chantal spielt, die diesmal in eine Fantasy-Welt geschleudert wird. Der Trailer erinnert mich dabei an die Pro7-Märchen schon damals mit ein bisschen mehr Assi-Humor, aber deswegen sollten wir den Film noch nicht abtun. Auch Manta Manta 2 hat in Deutschland fast 1 Million Zuschauer im letzten Jahr in die Kinos geholt. Die Presseverführungen sind allerdings erst morgen für Chantal, also gibt es da noch keine Kritiken dazu. Aber ja, was habt ihr euch zuletzt angeschaut? Was wollt ihr noch gucken? Wie fand ihr Ghostbusters? Und wollt ihr Chantal im Märchenland sehen? Gesteht es uns in den Kommentaren. Trailer-Time, und da gab es richtig fett Futter diese Woche. Ein Auftakt macht Beetlejuice. Beetlejuice, das Late-Quell zu Tim Burtons Kulthit von 1988, der Michael Keaton damals zum Star machte. Die Story um Geister, die lästige Lebende loswerden wollen, quasi
ein umgekehrter Exorzismus wird im September fortgesetzt und das heißt dann eben folgerichtig Beetlejuice. Beetlejuice, man muss seinen Namen ja immer mehrfach sagen. Und wieder führt Burton Regie, eines der wenigen Sequels, die er bisher außer Batman drehte. Der Trailer verrät nicht viel, zeigt aber, dass Winona Ryders Lydia wieder mit dabei ist, verstärkt durch Jenna Ortega, die ihre Tochter Delia spielt. Und Catherine O'Hara als Mutter ist auch wieder mit von der Partie. Auf dem Soundtrack ist eine spooky Version von Harry Belafonte's Day-O zu hören. Der Song, mit dem der alte Film endete. Von Michael Keaton gibt's allerdings nur ein kurzes The Juice is Loose zu hören, aber es sieht trotz allem doch ganz cool aus. Hoffen wir mal, dass der Film besser wird als andere Late-Quills der letzten Jahre. Und noch ein alter Franchise bekam einen neuen Trailer. Alien Romulus, der nächste Eintrag im Franchise, den Ridley Scott 1979 startete, der hier wieder mal nur produzieren wird. Regie führt diesmal Fede Alvarez, der ja mit den Evil Dead Remake und Don't Breathe erfolgreich war. Sci-Fi ist allerdings noch ein bisschen neuer für ihn. Bisher war er eher auf Provokation und derbe Schocks abonniert. Der Trailer erinnert deswegen auch etwas an einen Slasher. Die Besetzung, das sind fast alles Hollywood Teenager, also Leute Mitte 20, die eine neue Kolonie gründen wollen und dabei dann mit Facehuggern und anderen Alien-Abwandlungen konfrontiert werden. Der Film soll zwischen den ersten beiden Filmen spielen, also quasi ein Midquel. Wir warten mal ab, ob das mehr wird als nur Scream im Weltall, wenn er dann im August in die Kinos kommt. Ein weiterer Kandidat, auf den wir sehr gespannt sind, das ist Mad Max Furiosa. Der bekam diese Woche einen zweiten Trailer. Den ersten, den fanden wir beide so ein bisschen gemischt und ich finde dieser hier, der sah schon mal deutlich besser aus als der erste. Immer noch ein bisschen digitaler vom Look als Fury Road, aber wir merken es, da wird noch dran gearbeitet, da tut sich was und George Miller und sein Team bekommen deswegen auch erstmal Vorschussvertrauen, was nicht gilt für Zack Snyder, dessen erster Rebel Moon für Netflix zu Weihnachten genau der zusammengeklaute Mischmasch war, den der Trailer befürchten ließ. Und wenig anders sieht das jetzt mit dem Trailer für Teil 2 aus, der Mitte April auf Netflix startet. The Scargiver, auf Deutsch tatsächlich hart einfach mit die Narbenmacherin übersetzt. Alter ey, der Trailer zeigt das, was erwartbar ist. Der die glorreichen 7-Plot wird fortgesetzt, wenn es gilt, das Wüstenkaff gegen das böse Imperium zu verteidigen. Mit haufenweise Szenen, die aussehen wie aus anderen Filmen geborgt. Ja, auch hier warten wir mal ab, allerdings mit gedämpften Erwartungen. Was macht euch denn spontan am meisten an? Beetlejuice, Alien oder Furiosa oder doch etwa Rebel Moon? Sagt es uns. Manchmal kommen sie wieder, das wusste schon Stephen King. Wie Variety berichtet, haben sich die Rechteverwalter des verstorbenen Kinderbuchautoren Michael Ende nach Jahren der Zurückhaltung und hunderte Anfragen jetzt doch rumkriegen lassen, einer neuen Reihe von Verfilmungen des Buches Die unendliche Geschichte zuzustimmen. Die alten Filme, vor allem der erste, waren ja internationale Erfolge und machten Wolfgang Petersen damals zu einem Hollywood-Regisseur. Der Film wird noch heute in Serien wie Stranger Things liebevoll referenziert, doch die Sequels eher weniger. Ende selbst hasste ja den ersten Film, weil er sein Buch darin nicht wiedererkannte. Bastian war nicht fett, das Buch wurde nur halb erzählt und seine Botschaft zur Rettung der Fantasie ging in einem Effektspektakel unter, fand er 1984. Merkwürdigerweise war er vom zweiten Teil dann allerdings positiver gestimmt, den die meisten Fans des ersten als schlechter einstuften, ich auch. Ende ist 1985 gestorben, direkt nach dem furchtbaren Teil 3. Jetzt soll alles neu aufgelegt werden in mehreren Filmen. Wie viele genau, das ist noch nicht klar. Interessant ist dabei die Produktionsfirma, für die Endes Rechtehalter sich schließlich entschieden haben, nachdem sie unzählige andere Anfragen über die Jahre ablehnten. Seesaw Films, kein typisches Hollywood-Studio, sondern eine kleinere britisch-australische Produktionsfirma, die bisher eher durch ambitionierte Projekte mit Mainstream-Appeal bekannt wurde. Oscar-nominierte Filme wie The King's Speech und zuletzt The Power of the Dog und Serienadaptionen von Romanvorlagen wie die hochgelobte Serie Slow Horses mit Gary Oldman und natürlich der Netflix-Hit Heartstopper. Beide zeichnen sich durch sorgfältige Umsetzung der Vorlagen aus und genau das erhoffen sich Endes Erben wohl auch von der neuen unendlichen Geschichte und den Filmumsetzungen, die weltweit gedreht werden sollen, um Endes fantastischem Setting gerecht zu werden. Auch in Deutschland soll wieder etwas gedreht werden, was ja heute im Gegensatz zu den 80s nichts Ungewöhnliches mehr ist. Ob es zeitgemäße Anpassungen geben wird, ist noch nicht bekannt. Heartstopper und Slow Horses wurden sehr gelobt dafür, dass sie die Vorlagen respektieren, aber auch da gab es Veränderungen. Die Vorlagen sind allerdings auch noch alle recht aktuell. Endes Buch erschien allerdings schon 1979 und reflektiert natürlich viele Sichtweisen ihrer Zeit und
auch die Technik von damals. Die Frage wird sich also stellen, wann die Filme spielen werden, ob da modernisiert wird. Und eines der Probleme der unendlichen Geschichte könnte auch sein, dass das Buch fast keine großen weiblichen Figuren hat, die oft auftauchen. Die Zauberin Xahide ist eher eine shady Figur. Die kindliche Kaiserin ist im Buch auch nicht ganz unschwierig. Immerhin lässt Sebastian seine Erinnerungen vergessen und beide tauchen in nur wenigen Szenen auf. Urgel erinnern vermutlich auch die meisten noch aus dem Film, auch eine eher kleine Rolle. Und Bastians Mutter kommt nur in seiner Erinnerung vor. Natürlich könnten die Macher einer der Figuren, zum Beispiel Atreyu, zum Mädchen machen, um mehr Diversität reinzubringen, aber das gäbe vermutlich einen Aufschrei der Fans. Es wird also spannend sein zu sehen, wie das modernisiert wird oder ob wir trotzdem eine reine Jungs-Story kriegen und ob Atreyu vielleicht tatsächlich grünhäutig wird, wie es eigentlich in der Vorlage beschrieben ist. Habt ihr Bock auf eine neue, unendliche Geschichte und sollte sie dann angepasst und in die heutige Zeit versetzt werden oder Ende der 70er Jahre spielen? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Tales from the Streaming Wars. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon mal in einem Spotlight ausführlich über die Krise berichtet, in der Disney steckt. Nicht nur durch die angeschlagenen Franchises Marvel und Star Wars, sondern auch die schwächelnden eigenen Animationsfilme und den Kampf, den sie sich hinter den Kulissen mit einigen ihrer konservativen Investoren liefern. Nelson Peltz, Ike Perlmutter und Co. fordern deswegen ja mehr Mitspracherecht und einen Sitz im Board of Directors bei Disney, um den Konzern weniger woke und viel profitabler zu machen. Auch wenn die Aktien des Konzerns seit Monaten wieder gestiegen sind, seit der zurückgekehrte Oberboss Bob Iger viele Umstrukturierungen durchführte. Die Kritik lässt nicht nach und am 3. April wird es dann soweit sein. Beim jährlichen Shareholder-Meeting wird abgestimmt, ob Igers größte Kritiker in den Verwaltungsrat kommen. So kurz vor der Abstimmung versuchen beide Seiten, die Aktienhalter von ihren Kandidaten zu überzeugen. Für Disney und gegen Peltz Trine Partners Anlegerkandidat sprach sich ein Prominenter aus, der sich in der Vergangenheit nicht immer so freundlich über das Haus der Maus äußerte. George Lucas. Der Star Wars-Verfender beschwor die Abstimmungsberechtigten gegen Trine Partners zu stimmen und äußerte sich überraschend wohlgesonnen. Er habe nie bedauert, Disney-Aktieninhaber zu sein, denn er wurde beim Verkauf von Star Wars damals ja teilweise in Aktien bezahlt und seine Bewunderung für die Marke Disney und ihren Chef Bob Iger habe nie nachgelassen. Er habe Vertrauen in Iger und für dessen Kandidaten abgestimmt und ermutige jeden, es ihm gleich zu tun. Lucas hält immerhin 37 Millionen Disney-Aktien, ist also durchaus relevant. Doch auch die Gegenseite bekommt Zuspruch. Die einflussreiche Beraterfirma ISS, Institutional Shareholder Services, rät gegen Disney und für Peltz Kandidaten zu stimmen. Ihre Begründung ist, dass Bob Iger seine Nachfolge damals komplett versemmelt habe mit der Berufung von Bob Chapek, der dann ja nach ein paar Jahren gefeuert wurde und Iger zur Rückkehr aus dem Ruhestand zwang. Aber auch die Beraterfirmen sind sich nicht alle einig. Die konkurrierende Firma Glass Lewis rät den Shareholdern, für Disneys Kandidaten zu stimmen. Es bleibt also sehr spannend, wie diese sich dann am Ende entscheiden werden. Denn diese Wahl wird weitreichende Konsequenzen für die zukünftigen Entscheidungen bei Disney, für alle Star Wars, für alle Marvel und auch für alle Animationsfilme sowie die Parks haben. Also seien wir gespannt. Wir halten euch hier auf dem Laufenden. Was denkt ihr über den Machtkampf bei Disney? Schreibt es uns in die Kommentare. Und noch eine News. Liest diese Woche aufhorchen. Warner Discovery startet mit seinem Streamingdienst Max in Ost- und Mitteleuropa und Skandinavien. Ab 21. Mai. Bald können auch Zuschauer in Frankreich, Polen, Niederlanden, Belgien und weiteren endlich noch einen Streamingdienst abonnieren. Wahlweise mit oder ohne Werbung. Je nach Preis, wie bei der Konkurrenz. Darauf haben wir ja gewartet. Gibt ja auch zu wenig Streamingdienste. Diese Mehrauswahl bleibt allerdings Großbritannien und Deutschland allerdings wohl erstmal erspart, denn die Pressemeldungen von Warner drücken sich um diese beiden Länder noch herum, denn noch laufen dort Lizenzabkommen für deren Serien und Originals mit anderen Streamern. In Deutschland sind das vor allem Sky und RTL Plus, die noch bis 2025 die Rechte an Hits wie House of the Dragon oder Max Originals haben. Und es scheint unwahrscheinlich, dass Max hier an den Start gehen wird, solange sie nicht ihre zugkräftigsten Inhalte auch hier zeigen können. Das wird also noch etwas dauern. Zumal ja der diskutierte Merger, also der Zusammenschluss mit Paramount Plus, wohl erstmal vom Tisch ist, also deren Inhalte auch nicht zur Verfügung stehen werden. Und Paramount sucht derweil weiterhin nach einem Käufer, weil sie sich alleine ja doch etwas schwer tun. Es wird jetzt wieder überlegt, Paramount Plus mit dem ebenfalls recht kleinen, strugglenden Streamingdienst Peacock zu bundeln. In Deutschland kämpfen sie auch noch mächtig um Marktanteile und werben derzeit mit 50% Rabatt, wenn man für 12 Monate abschließt. Dafür ist das Angebot jedoch noch deutlich geschrumpft. Im Moment gibt es gerade
gerade mal 55 Filme und 259 Serien bei Paramount Plus. 2023 waren das noch 867 Filme und 314 Serien. Da überlegen sich viele sich jetzt zweimal, ob es ihnen das wert ist, dort zu abonnieren. Selbst wenn dieses Jahr noch 4K-Streaming möglich werden soll, allerdings dann auch nur gegen Aufpreis. Wollt ihr Max in Europa haben und habt ihr bei Paramount schon mal reingeschaut? Lohnt es sich für euch? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Serien, Star Wars, Fans durften sich mal wieder aufregen diese Woche. Ihre Lieblingsbeschäftigung. Denn der Trailer für The Acolyte von Showrunnerin Leslie Headland droppte und hat einen neuen Rekord aufgestellt mit 51,3 Millionen Views in 24 Stunden. Das sind mehr als für bisher alle anderen Star Wars Serien in der Zeit. Ein Erfolg, den Disney feierte, der aber auch Wermutstropfen beinhaltet, wenn wir schauen, wie Like-to-Dislike-Ratio aussieht. Denn der Trailer hat über 450.000 Dislike-Votes gegenüber 170.000 positiven. Und die Kommentare sind ähnlich gespalten. Das legt natürlich gezieltes Downvoting nahe. Und einige der Kommentare sind auch das, was wir erwarten. Buhu, zu divers. Buhu, zu viele Frauen. Buhu, die Macherin ist eine Lesbe. Leslie Headland hat ja zuvor Beziehungsfilme wie Sleeping with Other People und die ziemlich coole Zeitsprungserie Russian Dawn mit Natasha Lyonne gedreht. Bei The Acolyte, die ca. 70 Jahre vor Episode 1, also in der High Republic-Ära spielt, sollen wir wohl laut dem Trailer und der Showrunnerin mit vielen Überraschungen rechnen und nicht unseren Augen trauen. Denn vielleicht ist nicht alles so einfach, wie es noch im Trailer erscheint. Die Jedi stellen hier nämlich die Machthaber dar und ob das so gut ist, wird sich wohl noch erweisen. Warum jetzt aber die Downvotes? Einiges liegt sicherlich an den Buhu zu Vogue-Leuten, die wir ja immer haben. Andere halten Headland vor, dass sie sich kritisch über George Lucas und die Prequel-Ära geäußert hat und meinte, Star Wars könne auch ganz anders aussehen, wenn man den Machern vertraut. Was mit Blick auf die brillante Andor-Serie jetzt eigentlich keine so kontroverse Aussage sein sollte. Der Hauptvorwurf ist also, The Acolyte wäre kein Star Wars oder wäre nicht das, was die Fans wollen. Was wir nach dem Trailer nicht so richtig nachvollziehen können, denn eigentlich sieht es schon sehr typisch aus und uns eigentlich fast ein bisschen zu viel wie die Prequels. Statt der dreckigen, haptischen Welt von Andor und den Originalfilmen haben wir hier mal wieder viele glatte, aseptische Bilder und viel, das nach Stagecraft aussieht. Was verwundert, weil die Serie ja auch explizit damit wirbt, dass sie ohne Stagecraft gedreht wurde, also ohne die Videowände, vor der die Stars bei Mandalorian und Ahsoka ständig rumlaufen. Wir waren vom Trailer jetzt eigentlich gerade deswegen nicht begeistert, weil er zu typisch nach Star Wars Prequels aussieht und wir uns dringend was Neues oder einen anderen Ansatz wie bei Andor wünschen oder vielleicht auch mal was ohne Jedi. Aber vielleicht werden wir überrascht, wenn die Serie im Sommer anläuft. Seid ihr gespannt oder jetzt schon genervt? Sagt es uns. Und wenn wir gerade bei Trailer waren, auch die The Batman Spin-Off-Serie The Penguin bekam einen ersten richtigen Trailer diese Woche, der die kriminellen Anfänge des Penguin, gespielt von Colin Farrell, anteast. Das sieht weiterhin ganz stimmig und spannend aus, allerdings ganz ohne den Dark Knight. Es wird wohl eine solide Gangstershow, die im Herbst startet. Und noch ein Trailer, beziehungsweise zwei, denn gotta catch them all. Ja, vom Pokémon lernen heißt siegen lernen, dachte sich wohl auch HBO, denn sie haben für die zweite Staffel von House of the Dragon gleich zwei Teaser-Trailer veröffentlicht und rufen die Fans auf, eine Seite zu wählen. Grün oder schwarz? Wer verdient den Thron? Rhaenyra oder Aegon Targaryen und seine Mutter? Jede Geschichte hat zwei Seiten, versprechen die Trailer und zeigen den Konflikt deswegen auch aus zwei Perspektiven. Ziemlich clever gemacht und geschnitten und ein gutes Vorzeichen für die zweite Staffel, die auch im Juni kommt und die sehr düster werden soll, wenn wir George R. R. Martin glauben dürfen, der schon die ersten zwei Folgen sehen durfte. Seid ihr eher Team Schwarz oder Team Grün oder neutral? Lasst es uns wissen in den Kommentaren. Three Body Problem, das bedeutet nicht Bauch, Beine, Po trainieren, sondern ist eine neue Serie. Netflix hat die zweite große Show nach Avatar gestartet. Die Adaption der chinesischen Three Body Problem Romane von Liu Zixin als Serie, die zuvor in China schon einmal adaptiert wurde. Die Netflix-Version internationalisiert das Setting etwas, um mehr Zuschauer an Bord zu holen. Es spielt nicht mehr hauptsächlich in China, aber die Story auf mehreren Zeitebenen, mysteriösen Countdowns, die verschiedene Wissenschaftler sehen und ein suspektes VR-Game, das mehr ist, als es zu sein scheint, das ist erhalten geblieben. Die Game of Thrones-Macher Benioff und Weiss haben sich sichtlich bemüht, die etwas kühle Story menschlicher wirken zu lassen durch zusätzliche Figuren, behalten aber die wichtigsten Elemente der Geschichte bei. Ich habe die Hörbücher bereits 2015-16 verschlungen und bin sehr angetan von den ersten Folgen der Show, die spannend inszeniert sind und auch beeindruckende Effektszenen hat. Die Kritiken sind nicht überschwänglich, aber überwiegend positiv und attestieren, dass sich die Show bemüht, der anspruchsvollen Vorlage gerecht zu werden. Die Zuschauer waren grundsätzlich noch positiv auf Rotten Tomatoes, aber etwas skeptischer. Was für eine andere Neustartshow nicht gilt, X-Men 97 auf Disney Plus konnte überwältigend positives Feedback von Kritikern wie Zuschauern einstreichen, die die Serie dafür loben, dass sie eine würdige Fortsetzung der alten X-Men Zeichentrickshow aus den 90ern sei, inklusive der etwas cheesy Dialoge und schlichteren Animationen. Für Fans also ein Lichtblick im Marvel-Universum. Doch da die Show eh schon jeder auf dem Schirm hat, wollen wir noch einen Tipp reinwerfen, der sich auch lohnt. Ebenfalls auf Disney Plus ist jetzt die Anime-Serienadaption des Mangas Sandland, den Dragon Ball-Schöpfer Akira Toriyama schrieb, zu sehen. Das Ganze ist CGI Cell-Shading animiert
etwas ziemlich schick aussieht und etwas an die Borderlands Games erinnert und auch handlungsmäßig zwischen Borderlands und Mad Max liegt, wenn ein Sheriff sich nach der Apokalypse mit dem Dämon Beelzebub und dessen Kollegen zusammentun muss im Kampf gegen den fiesen Herrscher, der die Wasservorräte der Welt kontrolliert. Das ist ziemlich witzig und kreativ geschrieben, schön animiert und die Charaktere sind sehr eigensinnig und weird. Sandland, die Serie, von uns ein Anschautipp auf Disney+. Und Games, da kam diese Woche für die PlayStation das neue Souls-like Rise of the Ronin raus, das von Team Ninja stammt, der durch Dead or Alive-Reihe und Ninja Gaiden Games und zuletzt durch Nioh bekannt wurden. Rise of the Ronin kommt als Action-RPG mit harten Fights daher und ist ein PS5-Exklusiv, doch auch wenn sich Ähnlichkeiten mit Games wie Ghost of Tsushima aufdrängen und das Ganze ein Vollpreistitel ist, solltet ihr eure Erwartungen vielleicht etwas runterschrauben. Die Kritiken sind eher so im Okay-Bereich bei Metacritic. Einerseits wird es als Team Ninjas ambitioniertestes Game bezeichnet, mit seinen Open-World-Missions basierter Spielführung. Auf der anderen Seite bemängeln viele Kollegen auch das fehlende Polishing und dass die Grafik jetzt nicht auf dem Stand eines PS5-Titels sei. Und das kann ich bestätigen. Ich habe einen Rezi-Code bekommen und konnte zumindest für ein paar Stunden reinspielen. Als großer Fan von Ghost of Tsushima kann ich zumindest die Ernüchterung, was die Grafik angeht, verstehen. Das ist eher das Niveau von frühen PS4 Assassin's Creed Games als PS5-Niveau. Auch was jetzt das Einführen in die Story, die Cinematics und Ingame-Dialoge angeht, das ist alles eine Schippe drunter. Der Fokus liegt hier eindeutig auf den präzisen Fights, in denen ihr Mikrosekunden genau reagieren müsst, um die sehr starken Gegner schon im Normalmodus platt zu machen auf den Missionen. Wobei das Prinzip, dass ihr als Geschwisterpaar spielt, das ihr selbst konfigurieren könnt, also auch welches Geschlecht und welches Aussehen sie haben sollen und beide Figuren dann im Kampf abwechselnd steuern könnt, das ist schon sehr clever und da braucht es ganz eigene Strategien. Ihr müsst wissen, wann ihr zur anderen Figur im Kampf wechselt, auch damit eine Figur mal zwischendurch zur Ruhe kommen kann, um sich zu regenerieren. Da müsst ihr die Fights, wie bei Souls-like Games üblich, tatsächlich mehrfach machen, bis ihr sie beherrscht. Die Idee ist ganz schön, die Steuerung nicht so ganz intuitiv, da hat es bei mir so ein bisschen reinwurscheln gebraucht. Aber für Souls-like und Bloodborne-Fans, die auf ein Setting im alten Japan stehen, ist das Ganze wahrscheinlich doch einen Blick wert. Demnächst dann noch mehr Eindrücke, wenn ich das Spiel länger spielen konnte. Was haltet ihr davon? Habt ihr vielleicht sogar schon selbst reingespielt? Sagt mir eure Meinung in den Kommentaren. Und natürlich der Riesendank an alle Unterstützer auf Patreon darf nicht fehlen, ohne die wir Flips nicht finanzieren könnten. Für unsere Patroni und die Timelords. Der Link zum Unterstützen und zum extra Content für unser Bonusvideo genießen, der ist in der Videobeschreibung. Und rechts findest du unseren Anschautipp. Klick dich da mal rein, genieß den Sonntag und bis zum nächsten Mal. Läuft!